Okay, jetzt kommt dieser Moment. Jetzt kommt's. Brutality. Jetzt kommt. Durch Zoning. Springen, springen. Blocken. Ja. Und ich hab dich. Ich hab dich. Ganz klar. Moin Leute und herzlich willkommen zum Mortal Kombat 11. Heute zocke ich Battle Maniac gegen 7-8 Kaminari. Ich habe 61% Chancen, dass ich gewinne. Es ist jetzt neue Liga geöffnet. Das heißt, ich kann als Lehrling anfangen und dann mich immer wieder weiter steigern, bis ich Meister, Halbgott oder was weiß ich, Gott werde in dieser Liga. Bin gespannt auf Intro. Hakenschwerter gegen Armkling, ne? Gäsern schmecken sie dein Fleisch. Uff. Etwas melodramatisch, Baraka. Ich hab Baraka genommen. Es ist ganz neuer Charakter für mich. Sheesh. Ja, ich habe ihn so ein bisschen unterschätzt. Eieiei. Na komm. Vielleicht kann ich ihn gleich greifen. Ich kann nur 2-3 Kombos, also Leute. Muss ich langsam üben. Komm nochmal und dann gibt es einmal Crushing Blow. Und jetzt hast du das. Und nochmal das Ganze. Zack. Ich will noch ein Crushing Blow machen, aber weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Zack. Kleine Verbindung eingebaut. Ah, fuck. So close, bro. So close. Fast gewonnen. Ah, yeah. Man muss immer, wenn er sitzt, über Kopf schlagen. So kann man ihn treffen. Mich kriegst du nicht. Zack. Okay. Ah, jetzt wieder in die Ecke. Will mich da in der Ecke schlagen, weil da hat er mehr Zugang zu größeren Kombos. Das dürfen wir jetzt, Leute, nicht zulassen. Aber der ist gar nicht so schlecht. Der wechselt immer von Sitzen zum Stand. Deswegen kann ich ihn gar nicht treffen. Ah, diese Runde ist seins. Die Runde habe ich schon verkackt. Okay, letzte Runde, Leute. Zweimal reingefallen. Uff, uff, uff. Na komm. Jetzt kriegst du einen kleinen Wurf. Und noch einen. Ah, fuck. Ich habe ihn fast gekriegt. Den Wurf dann zu schmeißen. Oh, oh, oh. Geh nicht so ab. Geh nicht so ab. Schon so wenig Leben. Seine Kombos sind zu gut. Also für mich als Anfänger. Schon. Noch ein wenig. Noch ein wenig. Jetzt keinen Blödsinn bauen. Und jetzt kriegst du Fatal Blow, man. Zack, zack, in your face. Nice. Ich habe übrigens 4 Serien gemacht. Also 4-mal durchgezockt und kein Mal verloren. Und es ist ziemlich schwer. Ich versuche tatsächlich momentan sehr viele Serien zu erreichen. Und bis jetzt habe ich nur 4. Nur 4 erreicht. Aber I promise, I will get better. Ja, kleine Fatality habt ihr gesehen. Ich mag manchmal auch die Kampfanalyse aufzumachen, um zu sehen, wie gut bin ich. Diesmal war ich zu schlecht, deswegen mache ich das nicht mehr auf.
Was sagst du jetzt? Hakenschwerter gegen Armkling. Das gleiche. Ich skip das. Der kennt einfach alle meine Attacken. Ich habe versucht, jetzt alle diese vier Serien nur als Baraka zu spielen. Er hat bestimmt nur Glück gehabt, weil ihr seht ja, ich bin jetzt die ganze Zeit rechts. Der hässliche Monster namens Baraka. Oh man, der geht aber richtig ab. Oh nee, ich bin tot. Aber meine Kombos sind nicht so perfekt, ich muss noch viel üben. In diesem Spiel, wie gesagt, gibt es auch sehr viele Tutorials, die muss man erstmal richtig absolvieren. Und erstmal dann kannst du richtig wie ein Pro zocken. Mit Kung Lao habe ich das schon so weit erreicht. Ich wollte jetzt Baraka ausprobieren, einfach so ausgewählt und los geht's. Und jetzt muss ich mich ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, weil ich schnacke so viel. Aber guck mal, er kennt meine Attacken. Ich will auf sein Bein schlagen und dann halt seine Rüstung durchbrechen. Das gelingt mir nicht so gut. Ich muss mehr über Kopf arbeiten. Ja, schon keine Chance mehr. Ah, zweimal Fatal Blow. Und zweimal ist er entkommen. Ja, er kennt alle Kombos. Man sieht, er hat schon mit Baraka oder so gezockt. Na gut, 1-1, Bros. Na gut, ich hoffe, dass ich mit Kung Lao bessere Ergebnisse erzielen kann. Und wie ihr gesehen habt, ich habe einen eigenen Style, das heißt Yo Mama Shoes. Ja, ich denke immer wieder irgendwelche scheiß Styles aus. Ich habe Bradolini, Yo Mama Shoes, da war Jaja. Und verschiedene Scheiße. Also wundert euch nicht. Wenn ihr. Ich erkläre es zu Kung Lao. Uff. Dann haben wir ein Problem, Mönch. Wenn ihr Vorschläge habt, etwas, was mit Brad zu tun hat oder lustige Styles, dann gerne könnt ihr das in Kommentaren schreiben. Ja, hier bin ich ein bisschen halt besser. Aber man sieht, der ist auch nicht blöd, ne? Der macht das immer wieder das gleiche mit mir und ich bin so blöd, dass ich das nicht checke. Zack. Ja! Crushing Blow. Also diese Crushing Blows, man muss echt ein Meister sein, um die auszuführen. Denke ich manchmal, weil das sind immer Voraussetzungen, wie kannst du die durchführen. Also die passieren nicht einfach so. Das heißt, ich muss zwei oder eine Kombination durchführen von bestimmten Bewegungen. Und wenn das mir gelungen ist, erstmal dann passieren solche coole Movie-Scenes, sage ich mal so. Okay, zuerst habe ich so aggressiv gespielt, jetzt versuche ich so ein bisschen in Zoning zu kommen, also einfach nur verschiedene Spezialaktionen ausführen. Ihr seht, ne? Ich schmeiße immer wieder meinen Hut. Und bis jetzt klappt das gut. Aber ich bin genauso ein Mensch. Ich zocke, ich fühle, ah, ich gewinne jetzt. Und dann entspanne ich mich, ne? Sieht ihr jetzt auch? Scheiße. Come on, ich darf nicht aufgeben. Noch einmal. Ja. Wer ist der große Kung Lao?
final round. Fight. Ich muss mir merken, wenn er ganz hinten steht, dass er laufen möchte. Also richtigen Sprint ausführen. Weiß nie warum, aber ich vergesse das. Ich vergesse auch, wenn er springt, dass er da auch so einen Haken schmeißt oder so. Aber ihr seht, ne? Ich gehe immer wieder jetzt ein bisschen zurück, damit er mich nicht treffen kann. Au, 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 au. Ne, 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 ne. So geht das nicht. Nein, nein, einfach nein. Jetzt muss ich richtig. Ah, warum habe ich nicht gedrückt? Warum? Ah, Mann, meine Augen brennen. Deswegen. Ja, Kampfanalyse. Scheiße. Beide drei Sterne. Na gut, wir sind gar nicht so schlecht. Gegen uns. Oh, ich dachte, er wollte gehen. Kung Lao. Okay, jetzt wird's ernsthaft. Wir haben Rückkampf. Und ich wollte einfach gegen ihn zocken. Dass wir... Also ich mag das einfach, wenn man verkackt hat, wie ich zum Beispiel mit Baraka jetzt, ne? Dann will ich einmal schauen, bin ich tatsächlich so schlecht? Und dann möchte ich diesen Gegner herausfordern und versuchen auf mein Main, also auf meinen Hauptcharakter, gegen ihn zu kämpfen und zu sehen, bin ich gut oder nicht. Ich trage den Namen mit Stolz. Die Blutlinie endet hier. Round 1. Okay, wir zocken jetzt gegen Scarlet. Ich kenne sie als Person jetzt nicht. Also als Charakter. Ich habe mit ihr nie gezockt. Ich weiß nicht, wie sie tickt, was sie macht. Deswegen ist es immer wieder so eine Überraschung für mich. Aber jetzt habe ich meinen Style Bradens genommen. Was ich jetzt ausgedacht habe. Wie gesagt, ich versuche immer wieder etwas auszudenken, was Brad oder Bradis hat, ne? Irgendwie, dass ich da meine paar Buchstaben habe und versuche immer wieder kreativ zu sein. Ja. Und ich hoffe, dass ich hier gewinne. Wohl, die ist auch gar nicht so einfach. Jetzt hast du keine Chance gegen mich. Das war aber riskant. Ja. Sie hat nur einen Bar links. Das hat sich verkürzt, also heißt, ich kann noch ein, zweimal schlagen. Rüstung ist durch und ich kann gewinnen. Ja, okay. Jetzt werde ich wie immer aggressiv anfangen. Bestimmt bekomme ich in die Fresse am Ende. Aber ich versuch's halt. Ich habe es gemerkt, wenn ich tatsächlich so zocke, dann in zweiter Runde, ich weiß nicht warum, entweder ich entspanne mich oder ich weiß nicht, ich denke, dass ich werde sowieso gewinnen oder so. Und deswegen verkacke ich meistens die zweite Runde, aber die dritte Runde gewinne ich dann. hat's nicht geklappt. Die Crushing Blow jetzt ausführen. Oh, sie hat mich gefangen. Sie hat mich aber gefangen. Ich habe erfahren, dass während diesem Fatal Blow kann man bestimmte Knöpfe drücken. Dann kann man auch Rüstung bekommen. Und dann stirbt man nicht so. Ja, wie ich schon gesagt habe, verkacke ich meistens, weil ich mich so entspanne. Ja, dann kann man den Schaden so ein bisschen reduzieren. Ah, das klappt mit ihm nicht immer. Er kennt einfach alle meine Bewegungen. Also ich denke, Kaminari ist irgendwie so ein Russe oder so. Und ich denke, das ist auch ein Mann.
Au, au, au. Über Kopf und Beine. Na komm, ich muss schon gewinnen. Zack! Crushing Blow! Und? Na komm, enttäusche mich nicht. Einmal in den Kopf, vielleicht Brutality. Ah, schade. Na gut. Schade, dass man hier die Kampfanalyse nicht sehen kann. Ich würde mich interessieren, wie war ich denn überhaupt? Wie hat mich PC überhaupt eingeschätzt? Und mein Gegner. Ich fange meistens mit einem Combo und viele fallen da rein, aber genau er... keine Chance. Oh, guck mal, er hat mein Blut geklaut. Und heilt sich davon. Wir haben langsame Lags hier. Höheren Ping bekommen. Okay, ich habe mich irgendwie tatsächlich wieder entspannt. Darf nicht verlieren. Zack. Ich habe jetzt einen neuen Combo ausprobiert. Nein. Ah, es ist kritisch. Kritisch. Ja. Super. Na gut, aber jetzt hat sie, oder er, hat die ganze Crushing Blows und so weiter alles ausgenutzt. Jetzt hat er die nicht. Das heißt, ich kann jetzt ihm schlagen und seine Angriffe werden jetzt nicht so dermaßen schädigend, wie die zuvor waren. Das habe ich jetzt wieder nicht erwartet, diesen Blutkugel. Aber das, was ich gemerkt habe, man kann ihn immer wieder gut greifen. Das muss ich mal ausnutzen. Vielleicht kann ich sogar am Ende Brutality machen. Wenn ich überhaupt ihn kaputt mache. Was ich mit ihm und mit den meisten Leuten ausprobiere, ist einen Move durchzumachen und dann das nochmal. Also jetzt wieder. Ich habe ihn wieder gegriffen. Und meistens klappt das. Oh, Fatal Blow habe ich gemacht. Zack. Ja, das war auch kritisch. Final Round. Fight. Sony. Von der Opponentin. Der Abonnent. Oh, der hat sogar meinen Crushing Blow gespammt hier und hab's nicht geschafft. Ah, zu spät. Der Timing stimmt nicht. Deswegen kann ich keinen richtigen Combo machen. Ich muss versuchen, immer wieder verschiedene Moves zu machen, weil sonst bin ich zu offensichtlich, sage ich mal so. Okay, jetzt kommt dieser Moment. Jetzt kommt's. Brutality. Jetzt kommt Durchzoning. Springen. Blocken. Ja. Und ich hab dich. Ganz klar. Okay, ich sag mal, wir machen noch ein paar Kämpfe. Ich sag mal so zwei Kämpfe vielleicht. Diesen und nächsten. Und dann mache ich schon Pause. Weil es ist schon spät genug. Okay, Breadance. Wir können hier ein Level aussuchen. Das wusste ich früher nicht. Ich will Shiraiyu-Raum haben. Aber Schwarzer Drache ist auch gar nicht so schlecht. Da kann man so einen Hammer nehmen. Und damit schlagen, wenn man 1 Meter von Defensive, glaube ich, hat. Werdet ihr ja gleich sehen. Mm-hmm.
Das, was immer klappt, sind die Würfe. Ganz rechts, jetzt sieht ihr diesen Hammer, den kann man auch benutzen. Und ich würde gerne das auch machen. Ich muss ihn immer wieder irgendwie austricksen, weil der kennt meine Attacken schon zu gut. Na, bleibt schon... Ah, fuck. Ich dachte, ich schaff das noch. Aber der hat mich gekriegt. Oh. Mann, wie dumm muss man sein. Natürlich hat er Fatal Blow gemacht, jetzt hat er mir so eine Hälfte vom Leben geklaut. Geil. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ja. Na gut, ich hab einfach Glück gehabt. Dieser Schlag. Vorwärts 1 heißt es auf Englisch, weil ich spiele auf ein Xbox Gamepad. Normalerweise alles, was mit Mortal Kombat zu tun hat oder Fighting-Spiele, man bezeichnet immer 1, 2, 3, 4, also X für 1, wenn das ein Xbox Gamepad ist, 2 ist Y, 3 ist dieses A und B ist 4. Wenn ihr irgendwelche Fighting-Spiele spielt und Tutorials euch reinzieht, dann meistens wird da auch sowas stehen. Ich habe das auch gar nicht gecheckt erstmal. Und jetzt Crushing Blow, come on. Drehen, drehen und springen. Ah, ne. Habe ich schon nicht geschafft. Aber gut, wie gesagt, Würfe gehen immer. Yo. Finish him, bro. Ja. Ich will mal schon was Krasses zeigen. Fatality. Kung Lao. Obwohl bei mir der Level 49 steht, ihr müsst euch nicht wundern, das geht hier einfach zu schnell. Ne? Also es heißt nicht, dass ich jetzt halbes Jahr spiele, ich zocke erstmal seit 4 Wochen. Ja, wundert euch nicht. Dank Lau. Okay, Finalrunde, brah. Ja, der wartet einfach eben zu aggressiv im Spiel. Ich muss noch ein bisschen abwarten und nicht so aggressiv angreifen. Deswegen ein bisschen Zoning, ein bisschen Würfe. Fuck, wie hat er das denn geschafft? Ich hab doch blockiert. Oh, der will sprinten, ich sehe das. Ja, ich hab dich. Okay, Rose, schaffe ich das oder schaffe ich nicht? Ah, verdammt. Ach, das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Okay, jetzt ist er in der Ecke. Ich kann eigentlich alles Mögliche tun. Come on, jetzt drehen, drehen. Ah, fast. Hahaha, ich wusste 100 Pro wird er das machen. Aber jetzt kriegst du volle Pulle, bruh. Ah, shit. Na gut. Aber trotzdem war das gar nicht so schlecht. Come on. Final round. Fight. Oh. Ich weiß nicht, wie schaffen die das? Yo. Endlich mal Hammer benutzt. Oh, das war krass. Ich weiß nicht, wie schaffen die das immer wieder mit diesem sogenannten Aufwärtshacken. Man könnte das doch einfach Uppercut nennen, aber nein. Auf Deutsch ist ja immer alles anders.
Das war knapp. Aber ich schaffe das fast nie. Ich kann alles Mögliche machen, aber nicht, aufwärts haken. Mann, der kennt mich schon zu gut. Come on, stirb doch schon. Bruh. Ich will ihn greifen und Brutality machen. Komm, du kriegst jetzt wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz klar bin ich besser. Das ist doch klar. Nein, Spaß. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt auf die nächsten Runden. Leute, hier mache ich Cut und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut, euer Bredes. Stand by.